Hey Schuss, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil. Ich bin Schuss05 und das letzte Mal bin ich einmal offscreen zurückgegangen, habe unser Zeug abgeladen und die Modus-Ketten mal geholt. Und die pressen wir jetzt mal in dieses Gerät rein und mal gucken, was dann passiert. Ah, guess what? Wir brauchen 3 davon. Übertragung des Passcodes scheint etwas freigeschaltet zu haben. Das heißt, wir brauchen noch eine 3. Verarschen? Willst du mich verkackeiern jetzt? Bin ich jetzt blöd? Okay, das Spiel will mich offenbar verarschen. What the fuck? Muss ich jetzt erst den Hebel ziehen? Ich meine, ich ziehe auch erst den Hebel. Wenn Kronk das unbedingt so will, dann ziehe ich auch gerne erst den Hebel. Hey, jetzt öffnen die Tür, Scheiße. Wir brauchen nochmal... Ja. Well, that's down. Ja gut, da brauchen wir alle 3 für. Auch wenn es ein bisschen... Okay, wehe. Also das heißt, Moment, das heißt, ich muss mehr von diesen Disketten-Scan-Dingern finden? Sehe ich das richtig? Looks like it. Weil ich kann offenbar mit dem Ding hier nicht mehr interagieren. Das existiert nicht mehr. Cartridge. Dia-Filter. Ich habe sogar eine Idee, wo ich das reinnehmen kann. Explosivgefahr, Treibstoff nicht schütteln. Nachtankgerät. Ah, das sind die, sie sind leer. So, jetzt ist die Frage nochmal, wo? Der Dia. Wo waren die Dia-Dinger? Die waren im PC-Raum, ne? Oder waren die hier? Wollen wir nochmal hier kurz nachgucken. Gerade schon mal hier sind. Ne, hier war nichts dergleichen. Ja, das haben wir ja. Das haben wir ja hingekriegt, irgendwie. Es glüht rot, es glüht rot, es glüht rot. Lass den Schalter in Ruhe. Mal gucken. Achso, die sind generell leer. Dann gucken wir nochmal im PC-Raum danach. Was? Big Chili, da habe ich jetzt gerade nicht den Kopf für, um darüber nachzudenken, über die Frage. Ich habe hier gerade genug, um hier irgendwie am Leben zu bleiben. Das ist eine Frage da. Da kannst du einen ganzen Pre-Stream mitfüttern. Aber jetzt gerade brauchen wir mal den Fokus hier. War hier nicht irgendwo? Nee, doch nicht. Habe ich mich geirrt. Nee, doch nicht. Das haben wir. Da ist zu. I am confuzzled. Ich habe noch eine Modisk und ich habe die Dinger hier. Ich habe Dias. Kann ich mit hier... Nee, war ja klar.
Hätte ja sein können. Das sieht ja auch nicht danach aus. Das ist jetzt mal echt, ja. Ja, die Musik hier macht echt einiges an Arbeit. Tür ist fest verschlossen. Hi. Na du. Ey, ey, ey. Ich wollte dich eigentlich ja in Ruhe lassen, ne? Aber wenn du unbedingt so anfangen willst... Meine Güte. That's what you get. Ne, lass doch sowieso den Sack dicht hier die ganze Zeit mit dir zu spielen. Hast du gerade einfach nur... Alter. I'm getting sick of your shit, bro. I'm getting sick of your shit. Burn to the ground. So, danke schön. Nur ist Ruhe. Nur ist Schluss. Mir gehen gerade echt die Ideen aus, leider. To be honest. Und ich will nicht meinen Joker wieder konsultieren müssen. Ergo Kizuna. Einfach in der Tatsache, damit wir weiterkommen. You know what I mean? Ich packe erstmal die andere Modeskette weg. Weil ich glaube, die brauchen wir gerade nicht. Das wird jetzt ein Problem. Warte mal, ging es denn nicht noch? Da oben war ein Raum noch. Aber der öffnet sich ja auch nicht wegen... You know... Erst wenn Notfall ist. Nicht schütteln. Aber, ja. Öffnung nur im Notfall möglich. Ja, dann müssen wir uns irgendwie einen Notfall schaffen. Das Problem ist, ich habe keine Ahnung, wie ich uns einen Notfall schaffen soll. Soll ich die ganze Scheiße hier in die Luft jagen oder was? Ich meine, das ist eine Option. Das mache ich liebend gerne. Aber ich glaube, Jill findet das nicht so toll. Dann ist sie nämlich kein Jill Sandwich mehr, dann ist sie nur noch Jill Fetzen. Die Tierfeder behalte ich mal kurz. Da halte ich mal kurz drauf an. Ich gucke gerade, ob ich noch irgendwas anderes habe, was ich eventuell vergessen habe. Sieht aber nicht danach aus. Wir haben das Serum noch, Magnum, alles Waffen. Nee, das Einzige, was wir haben, sind die Diafilter und die Modisk. Und die Modisk können wir ja gerade nicht verwenden. Ergo, nach Level der Eliminierung, I am stumped. I have no idea. Ich bin wortwörtlich gestampft. Weil, wir können uns nochmal im Computerraum nochmal ein bisschen rummogeln. Weil das ist jetzt gerade... Vielleicht kriegen wir den anderen Zugang da im zweiten Geschoss irgendwie frei. Das Problem ist, wir brauchen ein Passwort dafür. Warte mal, es hieß irgendwie... Er hat die Dings im... Im Dings versteckt, in den... Wasn't it? Er hat ein Passwort in den Dings versteckt, in den... Diesen Organdingern, in den Röntgenbildern. Teil glüht rot, Teil glüht rot. Und ich glaube nicht mehr, dass das einfach nur für zum Öffnen der Dings war. Ada, John Ada, ja, das ist eine Sache. Ich glaube auch nicht, dass es das ist. Weil das wäre einfach nur ABC, also wenn das ein Passwort wäre, ABCDEFG, dann breche ich mir echt einen ab. Die Frage ist, wie? I'm so confuzzled. Ich meine, wir können einfach mal rübergehen und einfach mal ausprobieren. Ne? Also so bin ich ja nun nicht. Ich habe ja nun keine Skrupel, einfach mal blöd auf Tasten rumzudrücken.
Ich habe letzten Endes auch mal den Koffer meiner Eltern geknackt, weil meine Mutter die den nicht mehr aufgekriegt hat, weil sie es irgendwie geschafft hat, den Code umzumodeln für das Schloss. Also habe ich einfach jede mögliche Zahlenkombination ausprobiert. Sind die markierten Organe? Ja, aber wie denn? Die Anfangsbuchstaben davon? Also erstmal... Bäh. John... Dass wir das jedes Mal wieder eingeben müssen. Ada. Colon, esophagus, liver, lung, cell. Oh. Okay, now I feel stupid. Danke, Angel Player. Now I feel stupid. Cell, natürlich. Dieser große Bilbo aus Dragon Ball. Cell. It's so fucking... Oh, ich bin so ein fucking Dildo, ne? Und da brauchen wir die Dia-Disc für. Quit, yes. Wir haben alles, was wir mit dem PC hier machen können. Oh, I feel so retarded right now. Oh! Spaghetti! Oh, Mann! Wieso bin ich so dummy, dumm, dummy, dumm, dummy, dumm, dumm? Warum bin ich so ein fucking Retard? Ja, doch, das war ein typischer Schorschmann. Ja. Ugh, I feel so fucking retarded. Ich glaube, ich habe schon wieder Gehirnzellen verloren. Und ich werde belohnt mit einem Erste-Hilfe-Spray. Und noch einer Modeskette. Because I need another Mo. Aber da hätten wir schon mal die drei Disketten. Gewehrmuni. Nehme ich auch gleich mit. Warte, was? Da soll eine Tür sein. Auf jeden Fall ein geheimer Gang. Oder ein Gang generell. Der Film ist eingelegt. Ansehen. Oh, geil, eine PowerPoint-Präsentation. Umbrella Corporation. Cerberus. Neptune. Neptune war süßer, als ich sie das letzte Mal gesehen habe. Hunter. T-002 Tyrant. Hideo Kojima. Und der eine in der Mitte sieht aus wie Sui. Darf ich das mal ganz kurz anmerken, dass der Typ in der Mitte aussieht wie Sui in einem Kittel? Nur mal so nebenbei. Entwicklungsteam. I will write this down. I don't trust this shit. Sekunde. Wo ist mein Schreiber-Schreib? Hier, mein Schreiber-Schreib. I don't trust this shit at all. 4170623. Fuck you, Game. Solltest du nämlich von mir verlangen, dass ich einen Barcode aufsagen muss. Cerberus, Neptune, Hunter, Tyrant, Zui. What? What? Das habe ich genau gesehen. Nochmal bitte. An Sui vorbei. Okay. Okay, wir streichen einfach mal die Hälfte der Zahlen. Mehr als die Hälfte. Da bleibt ja kaum was über. Also 8, 4, 6, 2. Ah. Ist das Ding da jetzt drin? Ja, cool. Das muss er also nicht mehr mit mir rumschleppen. Okay, jetzt habe ich einen Code. But for what? Ah, hierfür. How about that? 8, 4, 6, 2. Na schau mal, na guck. Muss es denn immer gleich so geheim sein? Oh, ein Laborschlüssel. Da geht's um Bildbearbeitung. Schau, können Sie mal den Kinderfilm ansehen. Mhm.
Your aim is terrible, dude. Spaghetti, Spaghetti. Nein. Ich sehe das doch da. Da ist hier... Ist das nicht wieder so ein Code-Scanner? Habe ich nicht hier eine Mo-Disk gesehen? Eine Mo-Disk? Ja, hier. Nimm mal mit. Die kann man da bestimmt reindrücken. Wetten? Das sieht doch danach aus. Ey, come on. Spiel, come on. Ich sehe das Ding da klar auf dem Tisch. Eine Art Gerät. Das ist fucking... Das sehe ich von hier. Das ist Movie Maker. Das sehe ich von hier. Das ist Movie Maker. Ja, wollen wir denn ernsthaft sagen, dass das da nicht das Gerät ist, wo ich die Disketten reindrücke? Ist es offenbar nicht. Okay. Okay, dann. Backtrack ich hier halt zweimal wieder rein, nur um den anderen Jatz zu holen. Das ist, okay. So, das Problem hätten wir schon mal gelöst, aber ich will die Gewehrmunition noch haben. Deswegen komme ich hier leider mal hin zurück. Jetzt haben wir einen Baloo-Schlüssel. Und ich glaube, ich habe Mega-Man-mäßig überzogen, wenn ich mich nicht irre. Deswegen, gehe ich mal hier hin back. Hol gleich den anderen Kram. Da passiert mir ja hoffentlich nichts aufs Spiel. Und dann sehen wir uns hier das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.